wieder mal so eine Art Vlog. Es ist aber kein Vlog, es ist eher ein Rant. Also, ich habe seit kurzem mein erstes Android-Handy, hatte schon vorher ein Android-Tablet, aber bin erst vor kurzem von Windows Phone auf Android umgestiegen. Und wenn es mal eine App für Windows Phone gab, was nicht gesagt ist, weil da gibt es ja nicht, da hat ja eine App-Gap, also es gibt wenige Apps für Windows Phones. So ist habe ich, weil es keine Windows Phones mehr gibt bei meinem Provider, halt ein Nokia 5 und ja, war total enttäuscht. Viele Apps, die ich für Windows Phone damals hatte, wenn ich die für Android neu kaufen würde, dann würde kaufen, ich spreche nicht von Gratis-Apps, sondern von Apps, die was kosten, die würden für das Android-System oft fünf, das sechs, fünf, sechsfache kosten als für Windows. Ich habe zum Beispiel, wenn ich es finde, ich kann ja nebenbei reden und sprechen, habe ich ein Spiel gehabt oder habe es ja noch immer. So, die Light Games. Sind interaktive Bücher. Die hatte ich für Windows Phone gekauft, die Premium-Version 6 Euro zum Beispiel. Und naja, der hat dann das auf Windows eingestellt, wie fast alle für Windows Phone mittlerweile ihre Services eingestellt haben. Und der Entwickler und hat gesagt, ja, die paar Leute, die für Windows Phone das gekauft haben, bekommen ihr Geld zurück. Ich habe natürlich eine E-Mail geschrieben an ihn. Und gesagt, ich will nicht mein Geld zurück, aber ich habe auch ein Android-Gerät und gib mir bitte für mein Tablet einen Rabatt, denn die Premium-Version von diesem Zeug kostet um die 30 Euro. Und das ist mir ehrlich gesagt zu teuer für Bücher, interaktive Bücher. Naja, jedenfalls hat er mir dann das gratis gegeben, hat mir einen Code gegeben, dass ich es gratis bekomme. Somit habe ich es auch gratis. Am Nokia 5, besonders cool, ich lese zwar nicht viel, aber wenn ich mal auf Urlaub wäre, sorry, dann würde ich es vielleicht lesen, weil deshalb fahre ich auch nicht auf Urlaub, weil da habe ich keinen PC, ich habe keinen Laptop. Mir wäre so langweilig auf Urlaub. Ich kann nicht zocken, ich müsste mein Tablet mitnehmen, das hat eine Akkulaufzeit von 3 Stunden, da hätte ich nicht viel Spaß. Ach, was ist los heute mit mir? So, jedenfalls. Okay, besonders extrem habe ich es gefunden bei Spotify. Spotify weiß ich nicht, ob es das für Windows Phone gab, aber ich hatte es auf dem Tablet. Vor kurzem erst runtergeladen und war freudig überrascht, dass ich auch meine Indie-Musik, total krankes Zeug, Gothic und Metal und so, auf Spotify finde. So, dann habe ich mich gefreut, hey, ich habe jetzt ein Nokia 5, dann lade ich mir gleich Spotify runter und ja, und was sehe ich? Es ist kostenpflichtig fürs Handy. Ich kann hören auf dem Tablet, aber es ist kostenpflichtig fürs Handy. Einem alten Lumia 640 aufnehmen, denn ich habe ja nur ein modernes Handy. So. Playful Albums on Premium. Das bedeutet, ich habe gerade am Tablet was gehört. Und ich müsste Geld bezahlen am Handy, am Arm, also das auf einem Arm-Prozessor läuft, genau dieselbe Version von Spotify, nur halt auf einem Arm-Prozessor, also für ein Handy, kostet es was. Während ich auf einem richtigen Prozessor, das ist jetzt mein Tablet, so ein TUI Hi8, ein ganz billiges Tablet, das hat einen richtigen Prozessor, einen Atom drin. So, könnte ich zum Beispiel, das hören wir. Wir hören es leider nicht, weil der Lautsprecher so leise ist, aber zum Beispiel von Kaizem, die heißt Emily Roan, ist aus Detroit, macht elektronische Musik. So, ihren bekanntesten Song hören. Der ist so bekannt, weil er in einem Spiel dabei war.
Vampires the Masquerade Bloodlines. Wenn du da in den Club Asylum reingehst, hörst du Musik von Kai Eisen. So, jedenfalls kann ich alles hören, was ich will. Was habe ich denn zuletzt gehört? Wo ist denn der Song noch schnell? Da gibt es einen Song, der heißt so wie ich. Das einzige Problem bei Spotify ist, sie spielen Werbung. Was kommt für eine Werbung? Hey, Anna Veit! Geborene Fenninger. Gibt es die Werbung in Deutschland auch? Jedenfalls macht sie in Österreich Werbung für Saft. Für Rauchsaft. Naja. Für eine Werbung gar nicht mal so nervig, weil nicht so lang. Danke fürs Anschauen. Klicke hier, wenn du mehr wissen willst. Und jetzt viel Spaß in den nächsten 30 Minuten ohne Werbung. So habe ich zumindest meinen Song. So heißt wie ich, Sleeping. Ich bin aber nicht nach dem Song benannt, sondern nach einem anderen Song. So, dann könnten wir auch suchen. Wenn es den gibt, bin ich sehr erfreut. Ich tippe kurz, sorry. Ich bin benannt nach dem Song. Sleeping Sun von Nightwish. Da hatte ich mal einen Chat-Nick in einem Webchat, so Anfang des Jahrtausends, und da habe ich Sleeping Sun geheißen mit O. Jedenfalls Spotify auf einem sorry fürs Husten. Spotify für ein Tablet oder für ein Laptop geht. Am Handy wirst du abgezockt, ohne Ende. Jedenfalls bin ich ziemlich mies drauf, deshalb. Für Handys, die eher von Kindern benutzt werden oder von jungen Leuten, da wird abgezockt ohne Ende. Echt. Was du da für kostenpflichtige Apps oder auch wenn das ein Free-to-Play-Spiel ist, für die Android-Version zahlst du mehr für den Content als für ein Windows-Phone. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist eine bodenlose Frechheit, dass alle halten die Hand auf und wollen Geld von dir. Für den PC gibt es auch so viele Freeware und Gratisprogramme. Ich benutze ja auch fast nur Gratisprogramme für meinen PC. Ich kaufe keine Programme. Ich benutze OpenOffice am PC. Ich zocke nur billiges Zeug meistens. Ich kaufe mir, wenn ich was Teures, ein teures Spiel, ein neues Spiel, Witcher 3 zum Beispiel oder Fallout 4, da gehe ich extra auf Seiten, wo ich den Steam Key billiger bekomme als auf Steam. Du wirst abgezockt heutzutage. Das gibt es nicht. Vor ein paar Jahren, als das Ganze übers Internet und so und mit den Handys noch nicht so arg war, da waren die Leute irgendwie weniger geldgeil. Jedenfalls, das ist ein Vlog, ein Rant, das ist Sleeping 82 und abonniere und like mich. Thumbs up.